Er ist nach Hause gekommen, hat den Tornister in die Ecke gestellt und dann hat er schnell was gegessen und dann war er weg. Ne? Was ganz wichtig war für uns damals, waren die sogenannten Straßenkämpfe. Das heißt, es wurde ein Feld ausgeguckt und dann hat man da Tore dann eingebaut, so notdürftig auch immer. Und dann wurde gespielt Straße gegen Straße. Und da gab es jeden Tag, gab es mindestens zwei Wettkämpfe, was weiß ich, die Augustastraße gegen die Hernerstraße und wie hin und zurück. Dem Fußball viel zu verdanken. Alles. So, mittlerweile bin ich ja dazu übergegangen, kennt ihr es ja auch. Christian Heidel, Domenico Tedesco kennen wir alle sehr gut. Heute stelle ich Ihnen aber gerne nochmal die Protagonisten hier auf dem Podium vor, die alle hier ein paar Informationen, wir werden es auch nicht zu lange machen, dachten uns aber, das ist im Rahmen eines solchen Mediengesprächs für euch einfacher, sozusagen die Informationen mitzunehmen, als wenn wir zu einem separaten Termin einladen würden. Also hier oben auf dem Podium für Sie, ganz direkt zu meiner Linken, Don Schubert, Regisseur und auch Drehbuchautor des Dokumentarfilms. Dann Thomas Behler von der Rudi-Assauer-Initiative, also der gemeinnützigen Stiftung im Kampf gegen die Demenzkrankheit, unter der ja leider auch Rudi Assauer leidet. Und dann ganz rechts Marc Lehmann von der veranstaltenden, jetzt muss ich einmal kurz nachschauen, Blueprint Events und Service GmbH. Ich würde ganz gerne Don Schubert zunächst ins Spiel bringen. Sie hatten ja die Idee, diesen Dokumentarfilm zu machen. Vielleicht mal die Beschreibung, wie die Arbeit dazu war, was Sie dazu auf die Beine stellen könnten und auch, wie die Resonanz aktuell für diesen Film ist, der am 4. Mai, am 114. Geburtstag von Schalke 04 in der Veltins Arena für die Öffentlichkeit uraufgeführt wird. Vielen Dank, Herr Spiegel. Okay. Ja. Jetzt geht's. Ist ein bisschen ungewöhnlich. Normalerweise habe ich früher immer da gesessen, wo Sie gerade sitzen, weil ich komme aus der Pressearbeit lange Zeit. Und eigentlich fühle ich mich auf der anderen Seite auch wesentlich wohler als hier. Wenn ich also nur Unsinn rede, dann bitte verzeiht mir. Die Arbeit begann eigentlich mit vor fast genau 4 Jahren. Ein sehr bekannter Produzent aus Deutschland, Micha Sauvigné von der Firma Zeitsprung, hat die Idee gehabt für diesen Film. Und seit dieser Zeit, eigentlich war geplant, ganz am Anfang, dass wir mit Reenactments arbeiten. Das heißt, man hat Schauspieler, die dann die historischen Personen nachstellen. Und das war ein Problem, weil die Casting-Agenturen haben uns ganz viele Schauspieler angeboten, also ganz große Namen, aber kein Mensch hätte uns jemals abgenommen, dass das Rudi Assauer ist. Oder können Sie sich vorstellen, ein Uwe Ochsenknecht als Rudi Assauer oder möglicherweise ein Till Schweiger. Und dann haben wir gesagt, ja, es gibt keinen zweiten Rudi Assauer, auch nicht als Darsteller. Und haben dann gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Und unser Kameramann kam auf die Idee, mit Animatics zu arbeiten. Und Animatics ist eine Form der Animation, also mit 3D auch zu arbeiten, dreidimensional. Und wir haben ganz tolle Artists gefunden, die quasi auch das Parkstadion nachgebaut haben, nachgezeichnet haben. Also Dinge, die heute nicht mehr existieren, existieren jetzt wieder in diesem Film. Und wenn man jetzt dieses Plakat sieht, einer der Zeichner, der Art Director, hat für Game of Thrones auch gearbeitet. Das ist sein Entwurf. Es gibt noch andere Zeichnungen von Ulrich Zeitler, der hat gerade den letzten Film von Steven Spielberg als Concept Artist gemacht. Und also wir haben lauter sehr namhafte Künstler gewinnen können. Und das Witzige ist, keiner von denen mag Fußball. Aber jeder von denen findet Rudi Assauer klasse. Und so haben wir jetzt die Mischung aus der Arbeit Archivmaterial, Weggefährten, Familie, die ihn gut kennen, die teilweise medial noch nie über ihn gesprochen haben. Und auch diese Animatics, um Dinge nachzuzeigen, die man heute nicht mehr zeigen kann. Da muss ich wieder. Wir wollten ja noch drüber sprechen, wie ist der Stand im Moment des Kartenverkaufs? Wie weit sind Sie da gekommen?
Ah, dazu kann ich vielleicht was sagen. Wir sind die durchführenden Veranstalter der Veranstaltung. Wir sind aktuell beim halben Weltrekord. Was sage ich mit halber Weltrekord? Wir haben die Dokumentation sozusagen, das Event, das erste Mal zeigen, die Weltpremiere, auch bei dem Guinness World Record Team angemeldet als Weltrekordversuch und wollen damit 43.624 Besucher in die Arena locken, mindestens, plus einen, um den Weltrekord hier in die Felddienstarena nach Schalke zu holen. Die Arena, die Odi Assauer ja auch mindestens als Gesicht mitgebaut hat, um ihm auch nochmal ein Denkmal zu setzen damit. Und sind gerade, wie gesagt, ungefähr bei der Hälfte. Entsprechend brauchen wir da noch ein bisschen was, arbeiten da aber sehr hart dran, auch schon seit den letzten Monaten und auch gerade in dieser Woche nochmal. Eigentlich brauchen wir nur noch, dass jeder, der bereits ein Ticket hat, ein Freund oder eine Freundin oder die Großmutter, Großvater oder ein Enkelkind mitbringt. Und dann haben wir den Rekord geknackt und wir wussten von vornherein, dass es relativ größenwahnsinnig ist, einen Film in einer Arena zu zeigen und dann zu erwarten, dass 43.625 Fußballfans denken, oh ja, da gehe ich aber hin. Dass wir so weit gekommen sind, ist sensationell. Und ich kann Ihnen sagen, als wir mit Guinness World Records verhandelt haben, hat Guinness World Records gesagt, das ist der Wahnsinn. Und wenn es ein Gebiet schaffen kann, diesen Rekord zu knacken, dann ist es der Pott. Und jetzt müssen wir nachlegen. Vielleicht noch ein bisschen was zum Film. Sie haben ja gerade sehr schön schon beschrieben, wie Sie die Geschichte von Rudi Assauer aufbereitet haben. Ich durfte den Film bereits sehen, auch ein sehr bewegendes und sehr der Person Rudi Assauer gerecht werdendes Werk. Was da noch sehr auffällig war, da kommen ja auch sehr viele Zeitprotagonisten und Wegbegleiter von Rudi Assauer zur Sprache. Vielleicht mal ganz kurz einen Einblick, wer da alles zu Wort kommt und das beschreibt. Es sind, was mich vorhin sehr berührt hat, Karin Assauer, also die Zwillingsschwester, und ich meine, Sie kennen das Sie ja selber in Ihrer Arbeit als Journalisten, desto mehr Zeit man mit Menschen verbringt und ein Vertrauensverhältnis aufbaut, desto größer ist auch die Verantwortung, die man trägt, wenn etwas dann auf der Leinwand erscheint. Und ob es dann Karin Assauer ist, die älteste Tochter von Rudi Assauer, Bettina Michel, Sabine Söldner, seine langjährige rechte Hand, ob es dann Olaf Thon ist, quasi ein sportlicher Ziehsohn von ihm, ob es dann, und das war ganz faszinierend zu beobachten, als Marcello Bordon reinkam und sein Interview gab, wurde es in dem Raum still. Da waren ja 30 Leute von der Filmcrew. Es wurde totenstill, weil das, was dieser Mensch auch da erzählt hat, das ging durch Mark und Bein. Das spürt man auch im Film. Mike Büskens hat super Dinge erzählt. Andreas Müller, der natürlich auch in der Zeit gerade nach Herrn Assauers zweiter Ära auch wahrscheinlich keine einfache Zeit hatte. Also alle diese haben in Respekt und mit Herrn Assauer im Herzen so offen erzählt, wie ich das wahrscheinlich so vorher nicht erwartet hätte. Ziel der Veranstaltung ist es ja auch, neben dem Weltrekord zu brechen, natürlich auch noch einen gewissen Reinerlös einzuspielen. Und dieser Reinerlös soll einer Organisation zur Verfügung gestellt werden, die auch hier auf Schalke schon bekannt ist, die Rudi Assauer Initiative, die ja alljährlich auf Schalke auch einen Preis vergibt für das Engagement gegen Demenzarbeit. Herr Behler, vielleicht können Sie uns ein bisschen was dazu erzählen, warum das wichtig ist und welche Arbeit da gefördert wird. Ja, wichtig ist es, weil das Thema Demenz trotz großer Spielfilme, Hollywood, Still Alice oder in Deutschland Honig im Kopf, immer noch ein Tabu ist. Und da hat Rudi Assauer was getan, vor dem ich und wir alle tiefsten Respekt haben sollten. Als die Krankheit diagnostiziert worden ist, hat er sich nicht zurückgezogen ins Privatleben, sondern ist offensiv und mutig mit der Krankheit umgegangen. Das spiegelte sich dann wieder in dem Film Ich will mich nicht vergessen, im ZDF in der Reihe 37 Grad, ein Film, der mich immer noch bewegt, also auch wenn ich da jetzt von erzähle, dass jemand wie Rudi Assauer, der Manager, wie seine Spieler ihn ja immer noch nennen, sich dazu bekennt, sich zu vergessen. Also das muss man sich vorstellen, das ist für uns alle schwierig genug, aber für jemand, der so in der Öffentlichkeit steht und so ein Werk geschaffen hat, wie diese Arena, glaube ich, eine ganz besondere Leistung und hat damit die Diskussion um Demenz in Deutschland wirklich nochmal angeschoben. Das können wir sagen. Und dann hat sich Wilfried Jacobs, ehemalige Chef der AOK Rheinland-Hamburg und ehemaliger Vorsitzender von Borussia Mönchengladbach,
der Rudi Assauer auch gut kannte, gesagt, da müssen wir was draus machen. Also dann hat es Gespräche gegeben mit der Familie und dann haben wir die gemeinnützige Initiative Rudi Assauer Demenz und Gesellschaft gegründet mit dem Hauptziel, Demenz in dieser Gesellschaft weiter zu enttabuisieren. Dass also ganz viele auch das tun, was Rudi Assauer getan hat, sich nicht zu verstecken, weiter rauszugehen, hier die Fußballspiele zu besuchen, zu unserer Preisverleihung zu kommen. Und ich glaube, er hat damit eins getan, was ganz wichtig war, ganz vielen Menschen mit Demenz Mut gemacht, aber auch ihren Angehörigen, dass diese Erkrankung nicht das Ende ist, sondern dass es auch Lebensqualität gibt mit dieser Erkrankung. Ich will die da nicht schönreden, überhaupt nicht, aber wenn es Menschen gibt, die sich kümmern, wenn man in Netzwerke eingebunden ist, dann ist das Leben wahrlich nicht zu Ende, sondern geht unter Umständen, unter erschwerten Bedingungen weiter. Also Ziel der Initiative, weiter zu enttabuisieren. Von daher sind wir sehr dankbar über diesen Riesen-Event, der hier stattfindet. Ich habe den Film auch schon sehen dürfen. Ich kann Ihnen sagen, Gänsehaut, als der Abspann, als wir ihn gesehen haben, zu Ende war, war es so, ich weiß es nicht mehr, zumindest bei uns am Tisch 60 Sekunden still. Dann standen alle Menschen auf, applaudierten. Und dann passierte was, ich sag mal, was Magisches. Die Menschen begannen zu reden über Rudi Assauer, sich auszutauschen. Also es war ein ungeheuer tolles Feeling. Wenn uns das nur annähernd gelingt am 4.5. hier in der Arena, dann ist viel getan, auch für die Enttabuisierung zum Thema Demenz. Und dafür können wir Rudi Assauer und seiner Familie nur dankbar sein, dass da so proaktiv, will ich mal sagen, so offen mit umgegangen wird, weil es betrifft einfach ungeheuer viele Menschen, im Moment 1,5 Millionen in Deutschland. Die Experten gehen ungefähr von einer Verdopplung bis zum Jahre 2050 aus. Das sind dann 3 Millionen und alle Angehörigen, die da dranhängen, also Enkel, Kinder, Kinder, Verwandte. Und da hat Rudi Assauer gerade mit dem Film und mit seinem Umgang damit, auch in seinem Buch Wie ausgewechselt, eine wichtige Marke gesetzt in Deutschland, um dieses Thema offensiv anzugehen. Vielen Dank, Herr Behler. Vielleicht eine letzte Information, bevor es dann möglicherweise noch Fragen gibt von uns vom Podium, und zwar zur Veranstaltung. 4. Mai, 20.04 Uhr beginnt der Film. Wie muss man sich das in der Arena vorstellen? Ich muss zugeben, ich habe gedacht, läuft alles auf dem Videowürfel, aber ich glaube, ganz so funktioniert es nicht, richtig? Ja, die Frage haben wir natürlich öfter bekommen. Wir setzen uns hin und gucken dann oben auf dem Videowürfel mit Nackenstarre 1,5 Stunden lang den Film. In Klammern 90 Minuten, Sie haben richtig gehört. Es ist so, dass wir 4 große Leinwände in die Arena einbringen werden, so dass jede Gerade sozusagen ihre eigene große Leinwand bekommt. Wir haben in Summe etwas über 650 Quadratmeter Videoprojektionsfläche und haben damit auf jeden Fall ein sehr schönes, massives Kinoerlebnis für unsere Gäste vor Ort schon bereitgehalten und hoffen, dass das auch dem Anlass gerecht wird und dass die Leute es auch so wahrnehmen, dass es was ganz Besonderes ist, was so in Deutschland und Europa noch nicht stattgefunden hat, dass man in einer solch großen Arena solch große Leinwände für einen Kinofilm über eine Person aus unserer Mitte zeigt und auch damit ein sehr großes Publikum, das haben wir bereits schon geschafft und wir arbeiten daran, dass es noch mehr werden, begeistern kann, sodass wir am Ende auch in der Lage sind, eine signifikante Spende auch an die Rudi Assauer Initiative leisten zu können. Und wenn ich da etwas hinzufügen darf, es gibt eine Programmierungstruppe, die heißt Mind Trigger, das sind auch alles Schalke 04 Fans, die haben für Schalke 04, auch für die Arena, kann man auf jeden Sitzplatz gehen und schauen, was man da sieht von seinem Platz aus. Die Jungs von Mind Trigger waren so freundlich, weil ich habe das gesehen, habe gesagt, das ist der Wahnsinn, was ihr da gemacht habt. Könnt ihr das auch machen für quasi unser Event am 4.5.? Das haben sie programmiert. Das heißt, man sieht maßstabsgetreu in einer 3D-Animation die Leinwände. Und man kann auf jeden Sitzplatz, auf alle 62.202 Sitzplätze gehen und Stehplätze gehen und sehen, was man sieht an diesem Tag, damit die Menschen, die Zuschauer wissen, sie tun nicht nur etwas Gutes, weil wir alle nicht wissen können, wann wir selber möglicherweise von dieser Krankheit betroffen werden oder jemand in unserem Umfeld, sondern wir wollen auch, dass sie einen schönen Abend genießen, dass sie etwas Besonderes erleben, was es so noch nie gegeben hat. Und damit Herrn Assauer ein filmisches Denkmal geben und einen Rekord, der möglicherweise für die Ewigkeit ist. Herr Behler? Mal leuchten. Jetzt. Bist du? Da versagt die Technik. Jetzt ist er blind.
Sie mal eins an? Schau noch mal ganz kurz. Komm her. Jetzt. Jetzt. Nee, ist rot. Jetzt. Nee, rot ist gut. Rot ist gut. Hauptsache, es blinkt nicht. Kommt aber nichts. Jetzt ist rot. Jetzt aber? Jetzt? Ja, wunderbar. Alles klar. Danke, danke. Es ist ja sozusagen vielleicht aus dem Mund eines Geschäftsführers, also die Initiative rekrutiert sich ja ausschließlich aus Spenden. Wir sind da alle ehrenamtlich tätig. Wir freuen uns natürlich über jeden Cent, der kommt. Aber das meine ich jetzt ganz ernst. Viel wichtiger ist sozusagen, dass dieses Thema, für das wir stehen, über diesen Event auch nochmal in die bundesdeutsche Öffentlichkeit kommt. Also nochmal, wir sind da für jeden Cent, der überbleibt, dankbar, aber wenn nichts kommt, sind wir auch sehr dankbar, weil das kriegen wir über ganz viele Angehörigen-Meetings mit. Wird das auch wieder Menschen Mut machen, weil dadurch das Thema Demenz auch nochmal in die Öffentlichkeit kommt. Also von daher sind wir der Initiative, diesen Film zu drehen und uns damit zu bedenken, auch dass ich hier sitze, sozusagen, da sind wir wirklich sehr dankbar und wollen sozusagen die Gedanken von Rudi Assauer dann auch so in die Zukunft transportieren. Erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, auch kurzfristig für dieses Thema. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, würden wir natürlich gerne beantworten. Toni Leto. Vielleicht wer sich berufen fühlt, kann gerne antworten. Rudi Assauer war in der Vergangenheit ja hin und wieder mal in der Arena zu Besuch an Spieltagen. Ist geplant oder angedacht, dass er an dem Freitag auch hier sein wird oder schließen Sie das von vornherein aus? Es ist auf jeden Fall geplant, genauso wie es wichtig war, dass Herr Assauer dann bei der inoffiziellen Vorpremiere letztes Jahr auch dabei war. Aber natürlich weiß man nie ganz genau, ob es ein guter oder nicht so guter Tag ist, und wir werden auf jeden Fall jegliche Rücksicht nehmen. Gibt es an der Stelle weitere Fragen? Dann vielen Dank für Ihre und eure Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns dann wieder Samstag zum Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Oh, soll ich jetzt halten? Thank you.